Herzlich willkommen zu Outside. Unterwegs mit der Großmeisterin Elisabeth Peetz. Treffpunkt, die Werra-Brücke in Kreuzburg. Wir sind jetzt hier an der Werra, auf dieser wunderschönen 800 Jahre alten Werra-Brücke. Und hier soll ich eine Top-Sportlerin treffen. Sie ist unter den Top 10 in ihrer Sportart. Ich freue mich auf Elisabeth Peetz. Die ehemals Weltranglisten-Erste wird von Norbert auf eine Erlebnistour im Werratal eingeladen. Wow, was für ein Auftritt, Elisabeth. Hallo. Freue mich wirklich sehr. Ich mich auch. Eine der besten Athletinnen in ihrer Sportart. Toll. Das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt müssen wir noch sagen, in welcher Sportart? Im Schach. Ist es ein Sport? Ich würde sagen, ja, weil mein bestes Argument für diese Sportart ist, dass wir während der Partie relativ viel Kilokalorien verbrauchen. Das hat man das mal gemessen? Hat man bei einigen gemessen und bei einigen waren die Pulsgänge wirklich extrem hoch und runter, je nachdem, wie die Partiesituation war. Die gemessen. Wut. Die Wut vielleicht auch, ja, aber man hat wirklich gemessen, dass man während einer Partie bis zu 2000 Kilokalorien verbrennen kann. Nein. Ja. Das ist ja besser als Joggen. Ja, eigentlich schon. Super, das heißt, du gehst auf jeden Fall fitter, schlanker aus so einem Wettkampf raus, wie du reingegangen bist. Kommt drauf an, was man so nebenbei alles isst, aber normalerweise schon. Elisabeth, ich will dir mal diese wunderschöne Gegend zeigen hier. Ist das nicht schön? Ja, es ist super schön, ja. Und da siehst du die dicken Pfeiler dieser wirklich gigantischen Brücke. Es ist so ein wunderschöner Ort. Ist schön hier, ne? Ja, ich bin echt überrascht, dass ich alle Ecken von Thüringen kenne. Ich habe immerhin 16 Jahre hier mein Leben verbracht. Elisabeth, hast du Lust auf so eine Tour auf der Werra? Ja, ja. Unbedingt. Und hier irgendwo soll das aufgebaut sein? Ich glaube, da sehe ich ein Boot. Das ist ein sogenanntes Pocher-Faltboot und das ist eigentlich wie Goldstaub. Okay, gibt es da eine Gebrauchsanweisung für? Ja. Naja, dann ist doch alles super. Ich würde dir gerne assistieren. Ich überlasse dir auch die Führung. Ordne mich dir unter. Ich frage mich eigentlich, warum spielst du nicht gegen Männer im Schach? Tue ich auch. Ja, sowohl als auch. Aber die Meisterschaften sind getrennt. Die sind getrennt, weil wenn wir bei den Männern spielen würden, würden wir nicht so viele Chancen haben. Wieso? Und jetzt kommt natürlich die Diskussion, warum sind Männer stärker im Schach als Frauen? Ich würde wirklich sagen, dass das an den Testosteron liegt. Wenn du jetzt zwei Kinder hast, Mädel und Junge, sagen wir mal, die sind so 7, 8, 9 Jahre alt, die kommen nach einer Schule nach Hause. Der Junge wird sich an den PC setzen können und dort 6 Stunden verbleiben, ohne mit der Wimper zu zucken. Hast du mal ein Mädchen gesehen, was 6 Stunden sich an einem PC setzen kann, um ein und das gleiche Spiel zu spielen? Ja. Ich nie, weil das eigentlich gar nicht in unserer Natur ist, nur eine Sache zu machen. Wir wollen verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Wir wollen uns auf verschiedene Sachen konzentrieren. Oh, Elisabeth, oh Gott, wenn das jetzt ein Schachspieler gesagt hätte. Dann hat einfach mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun, sondern einfach mit dem Interessenskonflikt. Wir sind einfach Wesen, die gerne sehr viele Sachen gleichzeitig machen. Und Männer können halt, wenn sie sich in irgendein Hobby verliebt haben, sich komplett auf dieses Hobby ausblenden. Das wäre uns aber viel zu langweilig. Ach so, okay, dann kann ich dir 2 Sachen auf einmal jetzt schon anbieten gleichzeitig, nämlich ein bisschen reden, dass wir was über dein Leben erfahren und nebenbei dieses Boot aufbauen. Genau. Ja? Wunderbar. So, Elisabeth, sag, wie wird es losgehen? Ich denke, wir sollten erstmal versuchen, die ganzen Teile zu verstehen. Ja. Elisabeth, dein Papa ist auch ein berühmter Schachspieler, ne? Ja, der ist amtierender DDR-Meister. Das finde ich immer lustig, wenn ich das sage. Das heißt, er war der letzte DDR-Meister. Ja, auf gut Deutsch, ja. Und toll finde ich auch, er hat dann seine Karriere aufgegeben, um mit dir und deinem Bruder zu trainieren. Genau. Und dir alles übers Schach beizubringen, was er weiß, ne? Also meine Mutter hat ja einen stabilen Job gehabt, dadurch ging das. Sie hat praktisch damit stabiles Einkommen gehabt und mein Vater hat dann mit uns zusammen Schachturniere gespielt. Dadurch hatten wir relativ viel Praxis gehabt in der Kindheit und das war ein riesengroßer Vorteil gegenüber den gleichaltrigen anderen Kindern aus anderen Vereinen. Also Chemnitz, woran erinnert dich das? Chemnitz? Ja. Des Ostens, Sachsen. Da bist du nicht deutsche Meisterin geworden, Mensch. In Chemnitz, das kann sein, ja. Natürlich. Du weißt mehr als ich, ja, aber ich glaube 1999 oder 98. Die jüngste deutsche Meisterin aller Zeiten. Das war 1999, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich weiß das. Aber es war in Chemnitz, ja. Du hast nämlich einen Wikipedia-Eintrag. Ja, aber Wikipedia-Einträge sind ja zum Teil alle falsch. Ja, das stimmt. Die jüngste deutsche Meisterin aller Zeiten. Das stimmt, ja. Das heißt, ich gehe nach vorne, da wo du jetzt bist, ne? Oh! Das ist schwer, ja? Ja, so ist es nicht so leicht. Ich bin auch nicht so kräftig in den Händen. Wir tauschen dann nochmal, wir drehen es nur um. So, das ist jetzt. Geh
Okay. Ja, es geht schon. Ja, das ist okay. Jetzt bekomme ich Angst. Jetzt bekommst du Angst? Naja. Oh. Ui. Das Wasser ist ganz schön kalt. So, jetzt. So, und jetzt links an diesem Strudel vorbei, wenn du den siehst, ja? Links, links, links. Links an diesem Strudel vorbei, ne? Ui. So, jetzt steuern wir dran vorbei. Ah. Oh Mist. Wir müssen nur paddeln. Sollen wir uns mittig halten oder was? Mist, wir steuern. Warte mal, man lenkt. Wie rum? Scheiße! Oh Mann, das war keine gute Idee. Das Lenkseil ist gerissen, Elisabeth. Was? Aber kein. Was ist kein gerissen? Das Lenkseil ist gerissen. Wir fahren ja falsch rum. Wir müssen es jetzt nur so machen. Das heißt, wir nehmen nur noch die Paddel, richtig? Wir nehmen nur noch die Paddel. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Warst du schon mal in deinem Leben in einer brenzligen Situation? Na, höchstens im Flugzeug. Da waren wir im Sandsturm drin. Da bist du zum Schachturnier gefahren? Da bin ich geflogen von Neu-Delhi nach Dubai. Und ich hätte den Air Indian-Pilot wirklich abmoxen können, weil es hieß dann, es gibt Sandsturm in Dubai und wir kreisen erstmal. Und man hat aber auch gesehen, dass ungefähr so 10 bis 20 Maschinen alle gekreist sind, weil es war stockdunkel, also war Nacht. Und du hast halt die Lichter gesehen. Das heißt, du wusstest, dass viele Maschinen kreisen. Viele Maschinen sind dann nach Abu Dhabi zurück. Und wir sind halt gelandet. Aber das war halt Ermessenssache des Piloten, ob er landen will oder ob er praktisch in den nächsten Ort fliegt wegen dem Sandsturm. Und die sind natürlich gelandet. Und das war ein Risiko, denke ich, auf jeden Fall. Ja. Hast du über den Tod nachgedacht? In dem Moment, ja. Was hast du denn da gedacht? Nee, ich habe geweint. Du hast geweint? Ja, aber viele haben geweint in der Maschine. Viele haben wirklich geweint in der Maschine, weil du hast irgendwann mal wirklich so 500 Meter, ich habe keine Ahnung, bist nach unten gesackt. Du bist richtig heftig nach unten gesackt zwischendurch. Hat es eine Flugangst ausgelöst bei dir so ein bisschen? Ich hab vor jedem Flug Angst. Ich fliege zwar ständig, aber jeder Flug ist für mich unangenehm. Ich fliege ungern, aber ich habe keine Wahl. Hättest du dir manchmal gewünscht, du machst ein bisschen einen körperbetonteren Sport als Schach? Wobei, du hast ja vorhin schon erzählt, es ist ja trotzdem sehr körperbetont. Ja gut, körperbetont jetzt nicht, es wird ja nicht lokalmäßig trainiert, aber es ist halt in der Hinsicht schon ein Sport, weil er durch diese ganze Energie, die du lässt beim Konzentrieren und Nachdenken, verbrennst du ja auch. Du verbrennst halt durch die Gehirnleistung. Du sitzt viel in geschlossenen Räumen auch, ne? Ja, ja. Wenn es nicht gerade irgendwo in einem Park ist, in Paris oder sonst wo. Nee, nee, bei allen wichtigen Turnieren sind immer in geschlossenen Räumen. Oh, sind niemals außerhalb. Kommst dir manchmal vor wie ein Kellerkind. Wie lange geht's dann? Es kann eine Partie, bei der klassischen Bedenkzeit kann schon bis zu 5 Stunden dauern. Früher sogar bis zu 7, 8, weil die Bedenkzeitkontrollen früher länger waren. Blitzschach geht schneller. Ja, das ist dann die kürzeste Kategorie. Man kann sich das so vorstellen, es ist wie beim Leichtathletik, 100 Meter ist Blitzschach. 1000 Meter ist Schnellschach und 10.000 Meter ist klassisches Schach. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass es zur Profikarriere reicht im Schach? Ich glaube, als ich deutsche Meisterin wurde in Chemnitz, nehme ich an. Da wusste ich, dass ich wahrscheinlich nicht mehr so weit weg bin vom Nummer 1 Ranglistenplatz. Das habe ich dann mit 16 oder mit 17 erreicht. Denkst du manchmal, wenn es anders gekommen wäre? Ja, ich hatte mit 16 meine Mutter gefragt, mich auf eine Musikschule zu schicken. Ich wollte Operngesang auch lernen. Habe ich es richtig verstanden? Du wolltest Opernsängerin werden? Ja. Das fand ich immer spannend. Musicals und Operngesang. Hast du was? Ich hatte dafür ein Grundtalent gehabt. Ja, ich habe eine relativ starke. Bist du eingesungen? Nee, ich müsste jetzt nicht singen. Du willst nicht singen? Das ich finde, das würde gut passen. Ja, jetzt zu singen. Aber das fand ich immer spannend, Operngesang und Musicals. Aber wie gesagt, mein Vater wollte, dass ich Schach spiele. Und dass ich dabei bleibe, nicht zwei Sachen auf einmal mache. Aber es war ganz gut so, weil ich bin viel rumgekommen und hatte sehr viele Freundinnen aus dem Ausland dann gehabt. Weißt du denn schon, in wie vielen Ländern du gespielt hast? Wie viele Länder du bereist hast? Viele, aber ich habe nie gezählt, wie viele. Ich war zum Beispiel ich war nie in Australien, in Neuseeland auch nicht. Wie finanziert man eigentlich diese ganzen Flüge, diese ganzen Reisen? Meistens laden dich die Organisatoren, weil ich war auch in Soweto. In dem Ghettoviertel, also South West Township. Und da hast du natürlich wirklich die Ärmste der ärmsten Regionen gesehen.
Dort hast du gespielt, im Township? Nee, da habe ich nicht gespielt. Wir hatten damals ein Projekt gehabt, wo wir Lehrern in Schulen im Southwest Township beigebracht haben, wie sie Schach ihren Kindern und Schülern unterrichten können. Und gerade denen, das war kurz nach der Apartheid dann gewesen, ja? Das war irgendwie Anfang 2000. Aber es war sehr interessant, weil du hast natürlich dann so eine Armut auch gesehen. Das fand ich krass, diesen Kontrast. Hast du auch das Gefühl gehabt, du musstest auf vieles verzichten in deiner Kindheit? Nö, eigentlich nicht, weil ich hatte ja meine Freundinnen und Freunde beim Schachturnier gehabt. Wir hatten auch damals, mein Vater hat ja nicht nur meinen Bruder und mich trainiert. Wir waren eine Trainingsgruppe von 4, 5 Jugendlichen. Ich war das einzige Mädchen und wir sind zusammen zu deutschen Ländermeisterschaften gefahren. Dadurch waren wir eigentlich 4, 5 beste Freunde und dadurch hatten wir immer Spaß. Das war halt meine Kindheit, war halt bei Schachturnieren mit anderen Jugendlichen. Warst du ein bisschen anders als die anderen? Ich war anders als die anderen. Also ganz nach dem Motto Forrest Gump, ihr Sohn ist anders als die anderen, war ich auch ein Außenseiter in der Schule. Wie hat sich das geäußert? Ganz einfach. Man hat mich als komisch empfunden. Aber ich denke, das größte Problem war halt auch, dass ich in einer Trainingsgruppe groß geworden bin, wo die alle 2 Jahre älter waren als ich. Und ich über diese ganzen primitiven Scherze sozusagen im Gymnasium nicht lachen konnte. Da konnte ich über diese Witze und diese Sticheleien überhaupt nicht lachen. Fand ich alles irgendwie kindisch. Haben die dich geärgert? Auch, ja. Also als die Pubertät dann im vollen Gange waren, da waren sie richtig gemein. Also eher praktisch nicht gemein, indem sie dir irgendwie die Federmappe oder irgendwas weggenommen haben, sondern wirklich gemein mit Worten. Aber das Problem war einfach auch, ich war auf dem Sportgymnasium, war die einzige Schachspielerin und die haben mir von Anfang an zu verstehen gegeben, dass für sie Schach kein Sport ist. Und das war halt das Hauptproblem. Und damit hatten sie mich auf dem Kicker. Deswegen war ich eigentlich immer dann für mich alleine. Aber ich glaube insgesamt, wenn du erfolgreich bist, und ich war erfolgreicher als die anderen Sportler, weil ich auch Medaillen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften hatte, und die hatten halt höchstens, ihr größter Titel war Deutscher Meister, in welcher Sportart auch immer. Und ich glaube, das war auch noch ein Problem, dass ich auch noch erfolgreicher als sie war. Du kannst das gut nachvollziehen, wenn du jetzt mal mit Kindern redest oder mit Jugendlichen redest, die sagen, sie werden gemobbt. Ich weiß gar nicht, wie stark Mobbing heutzutage verbreitet ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn du entweder zu den Superintelligenten gehörst, die immer nur Einsen und Zweien schreiben, oder eben zu denjenigen gehörst, die irgendein intensives Hobby betreiben und darin richtig gut sind, bist du automatisch nicht so beliebt. Wenn du dich aber sozusagen ständig mit dem Lehrer anlegst und praktisch immer aus der Reihe tanzt und damit den Unterricht sozusagen störst und noch schlechte Noten hast, dann warst du der Held. Heute geht es auch ganz viel um Ausländerfeindlichkeit, kann ich mir vorstellen, in den Schulen, weil eben sehr, sehr viele neue Kulturen, also wir haben uns ja sehr gemischt in Deutschland mit sehr vielen Ausländern und diesen Flüchtlingswellen, kann ich mir vorstellen, dass die Hauptkonflikte jetzt kulturell bedingt sind und mentalitätsbedingt sind. Früher war es eher, wer hat die Markenklamotten gehabt, wer hat den Klassenkasper gespielt. Ich denke, das hat sich halt alles verschoben. Jetzt kommt eine Strömung, aber die ist ja nicht so. Die ist, guck mal, du siehst, ich gebe mein Bestes und versuche uns dran vorbeizufahren. Na, so ganz vorbeifahren können wir gar nicht. Wir sollten vielleicht nicht in diesen Schlitten. Wir werden sowieso jetzt getrieben. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht wieder peinlicherweise uns drehen einfach. Wenn Corona dann vorbei ist, dann nimmst du wieder richtig Fahrt auf, ja? Ne, wir sind jetzt schon wieder ordentlich unterwegs. Also das heißt, du sammelst jetzt schon wieder Punkte für die Weltrangliste? Ich habe jetzt gespielt in Frankreich, ich habe gespielt jetzt in Deutschland bei der Bundesliga jeweils. Und danach spielen wir mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmannschaftsmeisterschaft in Barcelona. Und du bist aber wieder in der deutschen Nationalmannschaft drin, oder? Ja, ich war einmal nur ausgetreten, weil ich einfach der Meinung war, dass man mich gleich bezahlen müsste wie die Männer. Die Elisabeth kann den Mund nicht halten. Hast du dem wirklich ins Gesicht gesagt, den Funktionär? Ich hab das mehrere Jahre immer wieder gesagt, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass ich weniger bekomme, dafür, dass ich mehr spielen muss und dafür, dass ich eben im Frauenbereich mehr wert bin. Weil ich einfach in der Weltrangliste im Frauenbereich höher war als jeder Mann in seinem eigenen Bereich. Aber da gab es eben Funktionäre, die das haben immer absolut gesehen und haben gesagt, du bist aber deutlich schlechter als die Männer, habe ich gesagt. Aber ich spiele ja nicht bei den Männern, ich spiele bei den Frauen. Und da gab es eben immer Streitereien und die haben mich eben nie gleichgesetzt. Und dann halt habe ich entschieden, wenn sie es nicht mehr tun, und ich habe es über 5, 6 Jahre lang immer wieder erwähnt und diskutiert, habe ich dann gesagt, ich trete aus.
und habe dann ein Jahr lang nicht gespielt. Und erst dann haben sie eingelenkt. Das heißt, ich hätte schon viel früher austreten sollen. Du hast den Verband in die Knie gezogen. Nee, ich habe einfach gesagt, ich habe es einfach durchgezogen, meine Drohung. Ja. Ist das so was, was auch deinen Charakter auszeichnet? Nee, naja, also ich denke, durch die Wand? Nee, das nicht. Aber ich habe ja früher immer versucht, das diplomatisch zu lösen, indem ich immer angefragt habe und immer belächelt wurde. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dadurch, dass alle Funktionäre in unserem Verband Männer waren, dass es nicht auf die diplomatische Tour geht. Und dann habe ich eben gedacht, naja, es wird mal Zeit, sozusagen einen Schritt zu machen. Und dann habe ich mich halt für den radikalsten von allen entschieden. Aber es war ja nicht so, dass es von heute auf morgen kam. Ich habe es über 5, 6 Jahre lang versucht. Ich ärgere mich vielmehr, dass ich nicht viel früher sozusagen so energisch war wie jetzt. Ich bin erst richtig erwachsen geworden, finde ich, nachdem ich die 30 überschritten habe. Weil vorher hatte ich viel zu viel Angst, meine Meinung zu sagen. Ja, wie wird denn deine Karriere jetzt weitergehen? Du bleibst Schachspielerin, bis du 80 bist. Nee. Ich habe jetzt schon dadurch, dass ich ja durch die Corona-Zeit angefangen habe, Unterricht zu geben, möchte ich mich allmählich vom Profischach verabschieden. Nein. Und mehr in Richtung Training und Lehrer und mein Wissen weitergeben. Schach ist eine sehr gute Sache, während der Schulzeit begleitend zu machen wegen. Ich kann jedem Elternteil empfehlen, dem Kind Schach beizubringen. Das muss jetzt nicht professionell sein, einfach nur beizubringen, damit genau das Kind eben A lernt, konzentrierter zu sein, dann Pläne zu entwickeln, Motivation und natürlich auch, ich finde, die wichtigste Lektion, die man aus dem Schach gewinnt, ist einfach, für die eigenen Fehler gerade zu stehen. Mit Elisabeth im Faltboot auf der Werra. Einblicke und Ausblicke. Wir sind auf den letzten Metern. Juhu. Der Film zum Podcast unter Hashtag Outside im Netz. Unsere Wahnsinns-Werra-Tour geht zu Ende. Geht zu Ende. Wie lange ist eigentlich die Werra oder wo mündet die eigentlich? Oh. Ha, da frage ich jetzt die richtige Frage. Elisabeth Peetz, die Großmeisterin mit dem Gewissen etwas. Psst, Outside, weitersagen.